Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Weiter geht's mit dem Starterdepot. Ihr wisst ja, jeden Monat investieren wir einen von diesen kleinen Scheinchen hier und dann bauen wir uns hier so eine Straße in die finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit, finanzielle Sorglosigkeit, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wir machen das mit Aktien, indem wir langfristig in Aktien investieren, von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und im letzten Video, das war relativ erfolgreich, ist auch kein Wunder, es war nämlich ein Katzenvideo hier. Die Katze heißt übrigens Tencent. Und wie wir alle wissen, kommen Katzenvideos auf YouTube sehr gut an. Und das hier war keine Ausnahme. Und weil es sich hier um eine süße Katze handelt, habt ihr dann gesagt, ihr wollt die auch im Starterdepot haben. Entsprechend habe ich einen Sparplan angelegt hier. Hier mit der Tencent-Katze drinne. Besparen wir dann ebenfalls 25 € im Monat. Und wir haben jetzt schon 19 Sparpläne hier in Summe. 20 Sparpläne haben wir gesagt, wollen wir haben. Dann haben wir die 500 € voll. Bevor ich es vergesse, übrigens, mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber und Gründer der Seite Aktienfinderbank.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und dann gleich hinterher. Der Warnhinweis, Risikohinweis, mit Aktien kannst du Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab, auch keine Verkaufsempfehlung übrigens. Alles hier pure Unterhaltung und höchstens zur Inspiration nehmen. Wenn man ein bisschen was lernt, umso schöner. Und ja, wie immer, Gehirn einschalten, bevor man selbst irgendwas tut, vor allem bevor man Geld ausgibt. Das Starterdepot übrigens wird bei der Consorsbank geführt oder ich führe es bei der Consorsbank. Und wenn du da noch mitmachen willst, hier geht es zum Angebot, bekommst du das Starterpaket, gibt es einen Online-Broker, nicht nur Consorsbank, auch die comdirect beispielsweise. Die sind ja auch sparplanfähige Aktien, allerdings weniger. Und kriegst du noch die Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf über 90 Tage, deshalb nenne ich das Starterpaket. So, hätten wir das auch gesagt, dann gucken wir uns mal das Starterdepot an, wie es momentan aussieht. Hier ist die Aufteilung nach Ländern. Wir haben jetzt mit Tencent, also Tencent ist eine chinesische Katze. Wir haben jetzt hier also auch China mit dem Depot drin. 5% entspricht einer Aktie quasi jetzt. Und wir haben hier 64% USA und der Rest ist Europa. 31%, wenn ich das jetzt so richtig überschlagen habe. Es fehlt also noch eine Aktie. Wir werden uns in diesem Video darum kümmern, wo kommt jetzt diese eine Aktie bzw. dieser eine Sparplan her, ganz allgemein. Auch ETF steht im Raum. Ich werde das alles im Video abnudeln, wie ich die Sachen sehe. Und vorher gucken wir uns noch an, wie die Branchenaufteilung ist. Hier sind die besagten 5%, die noch offen sind, was einem Sparplan entspricht. Die chinesische Tencent-Katze, die macht hier Softwaredienste, ist in dem Sektor hier tätig. Deshalb ist jetzt der Bereich Technologie mit 35% oder 35% stark momentan. Das entspricht 5% mehr, als wir es ursprünglich geplant haben. Aber ich halte das, weil wir auch langfristig investieren, für recht erfolgversprechend hier den Technologiesektor. Deshalb ist der hier etwas stärker gewichtet im Depot. Aber wir haben hier noch viele andere Branchen bzw. Sektoren. Und die letzte hier, was noch reinkommt, das wird nicht mehr in den Bereich Technologie fallen. Also so viel ist schon mal sicher. Gut, dann gehen wir mal weiter im Programm. Ich stehe ja mit euch in Kontakt. Hier in erster Linie über YouTube. Und ihr habt mir ein bisschen ja auch geholfen und unterstützt mich ja auch. Und anderem hier hatte ich euch gefragt gehabt, in meiner Verlegenheit, ob wir vielleicht einen ETF aufnehmen sollten als Sparplan und ob ihr einen ETF kennt, der unserer Kernstrategie nahe kommt, die heißt dynamisches Dividendenwachstum. Und um es kurz zu machen, ihr habt euch rege beteiligt, wie ihr hier seht. Ihr könntet euch in Summe vorstellen, also eine Mehrheit ist dafür, dass ein ETF reinpassen würde ins Depot. Aber auch eine relativ große Minderheit sagt, nein, ein ETF kommt mir nicht ins Depot. Da ist also die Zustimmung nicht überwältigend, würde ich sagen. Und dann habe ich mal geguckt, was ihr hier so an Vorschlägen habt. Und einen ETF mit dynamischem Dividendenwachstum habe ich darunter nicht ausgemacht. Ich habe auch keinen gefunden, insbesondere auch keinen, der sparplanfähig wäre.
Ihr hattet zwei ETFs insbesondere ins Spiel gebracht. Das ist einmal dieser ETF hier, das ist ein REIT-ETF, das ist das Factsheet, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, US-Dollar distributed, nicht thesaurierend, wenn ich das richtig verstehe. Und ja, damit könnte man quasi, weil momentan REITs bei Consors noch nicht sparplanfähig sind. Ich habe einen REIT identifiziert, aber der kommt für mich nicht in Frage. Könnte man quasi hier einen ETF reinnehmen. Das war der Gedanke. Ist erstmal kein schlechter Gedanke. Ihr seht allerdings, hier ist die Performance. Die ist jetzt nicht so berauschend langfristig. Hier ist der kleine Einbruch bei der Finanzkrise von über 50%. War natürlich erstmal nicht gut, weil der ist in 2006 möglicherweise aufgelegt worden. Auf jeden Fall fängt es bei Oktober 2006 an, die Performance-Messung, und dann ging es mal so richtig runter. Das hieß da auch halt, was mit Aktien passieren kann. In dem Fall sind es nur REITs, aber nichtsdestotrotz kannst du erstmal kurzfristig auch relativ viel Geld in Form von Buchverlusten verlieren, dann die Nerven behalten, aussitzen die Verluste, und dann hast du halt irgendwann wieder Profit oder Rendite gemacht, eine positive. Nichtsdestotrotz, insgesamt ist die Performance relativ, ja, ich würde mal sagen, bescheiden. Was insofern vielleicht nicht überrascht, als dass Investoren von REITs, die sind eher cashflow-orientiert, REITs müssen ja 90%, jedenfalls US-REITs, vom Net Income ausschütten. Da geht es ja insbesondere um Cashflow, also um die hohe Dividende, sage ich mal. Und das Wachstum ist dann nicht unbedingt das Kriterium Nummer 1 auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es halt auch solche und solche REITs, so wie in allen Branchen. Und ich habe hier, sind wir jetzt im Aktienfinder, habe ich da schon nach REITs, jawohl, da habe ich schon nach REITs gefiltert. Im Aktienfinder haben wir doch einige US-REITs hier drinne. Und wenn ihr dann einfach mal schaut, wie so die Kennzahlen aussehen, hier Wachstum am Cashflow, gibt es doch relative Unterschiede, so wie bei den anderen Aktien auch. Also ist hier nichts drin, was wie Alibaba oder Tencent total abgeht, aber es gibt trotzdem Unterschiede. Einmal hier, vielleicht soll ich danach sortieren, dann sieht man es besser. Erstmal ein negatives Cashflow-Wachstum, dann hier positives. Aber das gleiche dann auch hier beim Umsatz beispielsweise. Stabilitätsumsatz. Ich wollte eigentlich auf den durchschnittlichen, auf das Mittel vom 5-Jahres-Umsatzwachstum gehen. Dann sieht er hier, da gibt es auch gewisse Unterschiede. Es gibt dann auch das gleiche bei der Dividende, also wie das dynamische Dividendenwachstum ausfällt. Da gibt es auch einige, die haben ihre Dividende gekürzt, und andere, die steigern sogar zweistellig oder jedenfalls über 5%. Also lange Rede, kurzer Sinn, auch bei den REITs gibt es relativ große Unterschiede. Auch hier dann, was die Kursgewinne angeht, haben wir auch Unterschiede, eben den entsprechenden, ja, allgemein ausgedrückt Umsatz- und Gewinnwachstum zu verdanken natürlich. Und da würde ich dann doch lieber, anstatt in das gesamte Paket zu kaufen, wenn es ginge, doch lieber hier Rosinenpickerei quasi betreiben. Ist auch sowieso mein allgemeiner Ansatz. Und insofern ist jetzt erstmal die Begeisterung für den ETF-REIT nicht so groß. Das gleiche in grün eigentlich für diesen Dividend Aristocrat ETF. Der performt im Prinzip erstmal besser als der US-REIT, was auch kein Wunder ist, weil die halt mehr, weil sie halt in Anführungszeichen normale Unternehmen sind, keine Immobilienunternehmen, die etwas von der Natur der Sache her träger wachsen. Wobei Immobilie und Immobilie ist halt auch zweierlei. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt hier eine große Freizeitimmobilie oder so ein Mall, also so ein großes Shoppingcenter habe, oder ob ich zum Beispiel halt Container oder so in der Gegend rumstehen habe. Da bin ich natürlich flexibler unterwegs und kann die schneller aufstellen, als so eine komplette Shopping-Mall hochzuziehen. Deshalb, wie gesagt, REIT ist nicht REIT. Hier ist die Performance besser, also auf die 5-Jahres-Performance beispielsweise ist hier nach Kosten netto 9,5%. Und hier ist die 5-Jahres-Performance, wo haben wir es? Hier 5,5% zu 9,5%. Also würde ich das ja eigentlich erstmal hier für diesen REIT hier sprechen, diesen S&P Dividend Aristocrat
Yield auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch hier wieder. Man kauft halt alles dazu, ja. Also wenn ich hier mal anschaue, machen wir mal die REITs raus, Filter entfernen und filtern mal hier nach den Dividendenaristokraten aus den USA. Wäre hier und Land USA, weil S&P 500 ist ja die USA. Und dann sage ich euch die mal. Bei mir ist ja alles langsamer, wenn ich aufnehme. Dann ist der Computer immer schrecklich langsam. Und dann gucken wir uns einfach mal zum Beispiel an, wie das Dividendenwachstum ist von diesen Dividendenaristokraten. Und dann seht ihr, dass es große Unterschiede gibt. Das sind jetzt alles Dividenden, US-Dividendenaristokraten. Und da seht ihr halt, wachsen tun sie alle, weil wenn keine Dividendensteigerung mehr wäre, dann hätten sie ja keine 25 Jahre am Stück Dividende gesteigert und wären kein Aristokrat mehr. Aber ihr seht, dass das Wachstum hier auch sehr schwach ausfallen kann. Also ich glaube, das sind 14 unter 3% und ein paar 20, die unter 5% Wachstum, jährliches Wachstum im Mittel haben, die letzten 5 Jahre. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt als dynamisches Dividendenwachstum bezeichnen, was unserer Strategie entspricht. Andere Dividendenaristokraten kommen dann auf über 5% bis hier 7%. Ist eigentlich erstaunlich wenig das Maximum hier, was wir an Dividendenwachstum haben. Sind alles schon, ich sage jetzt mal, ja, sehr reife Unternehmen. Aber ist trotzdem ein Unterschied zwischen 7% und dann hier knapp an die 0%. Und auch hier beim ETF kaufe ich halt die ganzen Dinge halt mit dazu. Wobei ich jetzt nicht gerne ins Feuer lege, dass die alle im S&P 500 sind. Aber ich will ja einfach nur das Prinzip verdeutlichen. Und dann seht ihr auch hier, ja, beim Kursgewinn entsprechend, dass wir hier auch ja, Licht und Schatten haben. Dann halt nochmal vor dem Hintergrund, dass hier sowieso kein allgemeiner Enthusiasmus da war, so interpretiere ich das Ergebnis jedenfalls für ETF, würde ich jetzt mal sagen, lassen wir die Finger davon. Tja, was heißt das dann? Das heißt, dass wir das machen, was man als langfristig orientierter Anleger eigentlich immer machen sollte. Wir warten ab und üben uns in Geduld. Denn ich bin sehr optimistisch, dass die Consorsbank, bei der ich ja mein Starterdepot jedenfalls habe, bald uns erhören wird. Und die haben ja bereits eine Liste mit Aktien aus der Aktienfinder-Community, wo auch REITs dabei sind und die dann auch sparplanfähig macht. Auf meine Anfrage hin hat mein Kontakt bei der Consorsbank uns auch hier eine Liste geschickt mit den neuen sparplanfähigen Wertpapieren, Fonds, ETFs und Aktien. Und da seht ihr Tencent, Unilever, die haben wir beide schon. Und hier seht ihr auch nochmal, dass Tencent seit dem 13.8. sparplanfähig ist. Das ist aber quasi noch eine alte Charge, die hat mit uns nichts zu tun gehabt. Tencent war ein Glückstreffer und ich hoffe, dass jetzt dann mal eine Charge von uns drankommt irgendwann. Ich will jetzt einfach mal ein paar Wochen warten. Ich hätte mal gesagt, so bis Anfang Oktober oder so. Und ob da bis dahin was gekommen ist. Und falls ja, dann würden wir aus der neuen Charge quasi versuchen, den letzten Sparplan da voll zu machen. Wenn es geht mit dem REIT, wenn es nicht geht, gucken wir mal, was noch so dabei ist. Das war die eine Sache. Dann gibt es noch eine zweite, die ich als wichtig empfinde. Und zwar, was wir noch klären müssen oder was wir noch klären können, das ist das Thema Einmalkäufe. Wir haben ja, oder ich habe ja hier 850 Euro auf dem Verrechnungskonto liegen und die schreien ja auch danach, investiert zu werden. Das kommt ja noch daher von den Anfangsmonaten, wo wir die ganzen Sparpläne, die haben wir ja peu à peu eingerichtet, wo die noch nicht existierten, aber die 500 Euro habe ich immer schon Monat für Monat überwiesen, so blieb halt was über. Und das können wir jetzt für einmal Zahlungen, Käufe im Rahmen auch von Sparplänen verwenden. Also natürlich die Frage, wie setzen wir das um? Und da wäre jetzt meine Idee, und da muss ich jetzt mal hier den Filter wieder ausschalten einfach. Und dann haben wir hier den Merkzettel Starterdepot, ist schon richtig. Den gucken wir mal an. So, und da seht ihr hier das Starterdepot in der vollen Pracht. Ihr seht hier auch, ist es alles? Mal gucken. Ja, ist alles. Ihr seht auch, dass wir hier hübsche Rankings haben, Amazon 0, weil sie keine Dividende ausschütten. Das war unsere Ausnahme.
Und ich habe mir jetzt einfach überlegt gehabt, wir nutzen Kursrückgänge, um dann die Aktie wieder anzuschauen, was die im Kursrückgang erlitten hat, und um dann gemeinsam mit euch in der Abstimmung zu entscheiden, nach Analyse selbstverständlich, was ist passiert, ob wir hier jetzt zuschlagen sollen oder nicht. Also wir wollen quasi Kursschwächen ausnutzen. Damit ich es mitbekomme, habe ich hier überall ein Kauflimit definiert. Erstmal so relativ eng eigentlich, 10% unter unserem Einstiegspreis mit Gebühren hier überall, also Pi mal Daumen. Und so habe dann jetzt hier diesen Preisalarm da im Aktienfinder aktiviert, hier das Häkchen gesetzt. Das heißt, ich kriege dann abends eine Mail mit einer Liste, wo alle Kauflimits hier drin sind, mit der entsprechenden Aktie, die gerissen sind, also die aktiviert wurden, anders ausgedrückt. Und ja, so weiß ich zeitig Bescheid. Und kann mir das Ganze angucken, kann euch ja schon mal hier vorab informieren, zum Beispiel hier über dieses Community-Tab da. Und wenn ich das als hilfreich erachte, dann gucke ich mir das an und kann auch ein Video gegebenenfalls drüber drehen, was ist passiert. Und wie gesagt, euch dann abstimmen darüber, ob wir hier einen Einmalkauf machen. In welcher Höhe, das lassen wir erstmal offen, würde ich sagen. Also wenn jetzt das gleich passieren würde mit einer einzigen Aktie, dann haben wir jetzt ja momentan noch ein, wo haben wir es? Hier einen sehr niedrigen Marktwert pro Aktie. Also die 1 Position pro Aktie sind natürlich sehr niedrig. Das heißt, dann wäre auch der Nachkauf sehr niedrig. Wenn es erst in 3, 4 Monaten passiert und alle Positionen sind schon größer, dann wäre auch tendenziell der Nachkauf für eine Position eher größer, als es jetzt wäre. Also warten wir einfach mal ab, gucken dann uns das mal an. So, ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Also, wir verfahren jetzt nach dem Motto: kommt Zeit, kommt Aktie, würde ich sagen. Ist keine schlechte Übung, sich einfach mal in Geduld zu üben. Und wann das nächste Video kommt, weiß ich nicht genau. Die Taktung, die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen breiter werden oder länger werden, wie man das auch immer genau sagt. Okay. Gut, dann ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wann immer das auch sein wird. Ciao.